Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Menschen mit Botschaft, die gibt's auf Radio Soul, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind hier im Programm von Radio Soul International. Mein Name ist Gerd Pellegrini und heute begrüße ich, ja, ich freue mich wunderbar darüber, Ernst Brosinger. Er ist ja bei uns bei Radio Soul mit seiner Serie Wir miteinander präsent auf Radio Soul regelmäßig und er hat auch einen Gast mitgebracht, nämlich Elisabeth Albrecht. Ich sage einmal zuerst den Gastgeber Ernst Brosinger. Hallo, Ernst. Hallo Gerd, grüß dich. Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Und ja, fein, dass ich wieder da bin auf Soul Radio. Genau, Soul Radio, das ist der Sender mit der Sonne und mit den spannenden Themen. Wir miteinander, meine Damen und Herren, ist eine Vereinigung und eine Plattform für viele, viele Menschenvereine, die über den Tellerrand blicken und die besonders sich engagieren für die Gesellschaft, für die Menschheit, für die Umwelt. Und das gefällt mir natürlich bei Radio Soul besonders gut, weil wir auch SOL, sozial, ökologisch, lokal und werteorientiert hier engagieren und bilden. Und ja, du hast heute, lieber Ernst, eben die Elisabeth Albrecht mitgebracht. Sag uns kurz, warum, und dann werden wir sie auch noch begrüßen. Ja, gerne. Ja, Elisabeth und ich, wir haben uns circa vor eineinhalb bis zwei Jahren kennengelernt, eigentlich über andere Vernetzungsgruppe auch. Und wir haben gleich die Themen von Elisabeth angesprochen, weil sie mit ihren Vereinen, oder Vereinen darf ich auch sagen, sehr recherchiert Beiträge liefert und auch mittlerweile schon Petitionen ins Leben gebracht haben. Und es hat mich sehr imponiert, was sie da ins Leben bringt. Und ein Thema werden wir heute eben auch ansprechen. Aber ich glaube, das werden wir dann Elisabeth selber noch sagen lassen, was heute sozusagen für ein Thema ansteht. Also wirklich tolle recherchierte Sachen, was sie über den Vereinen macht auch. Darum habe ich Sie heute eingeladen, mit dabei zu sein und Ihres zu präsentieren. Und jetzt, meine Damen und Herren, der One and Only Elisabeth Albrecht hier auf Radio Soul zum ersten Mal. Ja, hallo, willkommen in der Show. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Gerhard, danke, Ernst. Ich freue mich, mit euch heute über unsere wichtigen Botschaften zu sprechen. Woher kommst du, Elisabeth? Aus Vorarlberg. Ja, genau. Und in Vorarlberg, da ist ein besonderes also ein besonderer Zugang zu Petitionen, das werden wir heute von dir erfahren. Aber vorweg möchte ich einmal sagen, heute, meine Damen und Herren, geht es um ein ganz spannendes Projekt, und zwar österreichische Kinderschutzaktion, eine österreichische Kinderschutzaktion. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, oder? Genau wegen diesem Thema. Das wollen wir heute hinausbringen und wir wollen unsere Kinder schützen. Was gibt es zu schützen? Was ist dein Zugang? Was ist dein, was ist eigentlich deine Herkunft? Was ist dein Beruf? Also ich war die letzten Jahre im Gesundheitswesen tätig, war selbstständig, hatte eine Praxis, bin aber überwiegend Mama, ja, und das ist mir ganz wichtig und das ist auch meine Motivation, wieso ich mich für diese Themen einsetze, weil ich einfach möchte, dass unsere Kinder in einer unbeschwerten Kindheit weiterhin aufwachsen können und da möchte ich den bestmöglichen Beitrag dazu leisten und auch unangenehme Themen ansprechen, die meines Erachtens ganz wichtig sind für die österreichische Bevölkerung, dass sie darüber erfahren. Also du bist Gründerin oder Mitgründerin der Aurum-Vereine und auch im Präsidium des Vereins Die Eiche. Und ich glaube, die Eiche ist sozusagen jetzt eigentlich euer Hauptprojekt, wo ihr sehr aktiv seid. Und erzähl uns einmal kurz im ersten Einstieg so noch jetzt, worum geht es bei der österreichischen Kinderschutzaktion? Wo ist da Schutzbedarf? Ja, wir haben also im vergangenen Jahr schon eine Petition verfasst. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Wir haben jetzt die Petition 2.0 verfasst mit der Überschrift für den Erhalt der Kinderschutzgrenzen. Wo endet Frühsexualisierung und pädagogische Sexualaufklärung die bedrohlichen Vorhaben der WHO? Was wir allgemein gemerkt haben, das ist, es herrscht eine große Unwissenheit über die Tätigkeitsbereiche der WHO vor. Ja, das ist das eine. Das andere, was bei uns im Vorarlberg einfach unseres Erachtens viel zu wenig
öffentlich diskutiert wird, ist die Frühsexualisierung und die damit einhergehenden Empfehlungen der WHO. Und das andere, was wir auch noch in dieser Petition eingebracht haben, sind natürlich die Kinderschutzgrenzen, sozusagen die Kinderschutzrechte. Okay. Sag du bitte zur WHO etwas. Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ne? Also die ist mir jetzt zum ersten Mal groß aufgefallen im Zuge der Pandemie, aber dass die jetzt mit diesen Punkten auch etwas zu tun hat. Welche Sparten bedient so die WHO, Ernst? Ja, genau. Also die WHO, wie du gesagt hast, die Weltgesundheitsorganisation ist im Grunde genommen ja eigentlich eine gute Idee, dass man sozusagen weltweit schaut, dass man gewisse Krankheiten Parole bietet. Und das war so der Grundgedanke, wo man sich einfach international vernetzt mit Forschung, Wissenschaft und dann auch eventuell mit gemeinsamen Aktionen. Mittlerweile ist es leider auch seit der Pandemie so weit gereift, dass die WHO drei Sparten übernehmen möchte. Das eine ist natürlich die Gesundheitsagenten weltweit, was die menschliche Gesundheitsagenten betrifft. Dann die zweite Agenda wollen sie die Landwirtschaft übernehmen und auch was die Kinderschutz betrifft, unter Anführungszeichen. Und wenn man weiß, dass man zum Beispiel 2010, wer sich noch erinnern kann, hat einmal Amerika gedroht, diejenigen, die nicht einzahlen in die WHO, dass Sanktionen gemacht werden, weil es ist ja Abkommen, ein internationales, wo alle Staaten einzahlen sollen für die WHO. Das wurde dann bis 2014, 15 nicht durchgesetzt und die WHO hat eigentlich von den Staaten zu wenig Geld bekommen. Und seither haben es private Firmen und Institutionen, die WHO sponsoren. Und mittlerweile sind über 60% der Sponsoren von der WHO natürlich Pharmafirmen und Firmen, die heute halt auch im Pharmabedarf haben. Und dementsprechend sind auch die Agenten aus unserer Sicht ein bisschen einseitig in diese Richtung auch getrieben worden. Und unter anderem auch diese Kinderagenten, wo man sagt, grundsätzlich wäre es ja fein, dass man sagt, gegen gewisse sexuelle Strömungen, die negativ wirken, auf die Kinder einzugehen. Nur wie ist immer die Frage, wie wird das gemacht? Und das ist das, was die Elisabeth mit ihrem Verein ausgearbeitet hat, wo auch schon sehr viele Petitionen in die Richtung auch hingehen. Aber die Elisabeth hat das wirklich perfekt ausgeführt und auch für die breite Masse vorbereitet, dass man sagt, was können wir einzeln auch dagegen tun? Aber da glaube ich, wird uns die Elisabeth jetzt noch viel mehr noch erzählen darüber. Genau, und bevor wir hier ins Detail einsteigen, werden wir den ersten Song spielen. Ihr habt euch vier Songs ausgesucht, besser gesagt heute die Elisabeth. Und wir spielen jetzt die Rair da mit Wahrheit. Das ist das, was wir wollen, oder? Die Wahrheit. Hier kommt sie und gleich geht's weiter im Interview hier auf Radio Sol. Thank you.
was mit dir mach. Ja, wenn du nimmer los, ja, ich kann drehen jeden Tag, wenn ich mag. Doch ich will aufstehen für dich, aufstehen für mich, aufstehen für die Welt, weil für kein Geld würd ich dich verrotten, auch wenn's andere rotten. Oh, 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 ich glaub an die Wahrheit, ich glaub an das Leben, ich glaub an die Schöne, ich glaub an die Freiheit, ich glaub an die Liebe, ich glaub an das Gute in dir und mir. Oh, die deutsche Sängerin hier da, also hier auf Radio Sol mit Wahrheit. Ja, meine Damen und Herren, heute geht es darum, auch mir als Radio Sol Betreiber, auch um die Wahrheit. Und heute geht es um den österreichischen Kinderschutz und österreichische Kinderschutzaktion, in die Welt getragen von Elisabeth Albrecht. Sie ist heute bei uns live in der Sendung. Und Ernst Brossinger, der Founder von Wir Miteinander, er hat uns schon erzählt, also die Agenda der WHO, die gehen sowohl in die Sparte Gesundheit wie auch in den Bereich Bildung, aber auch in den Bereich Agrar. Das ist sehr interessant, das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, die WHO kümmert sich nur um Gesundheit. Ja, und heute geht es darum, dass das Gesundheitswesen, so wie es auch von der WHO offensichtlich propagiert wird, kindswohlgefährdend ist. So sagt Elisabeth Albrecht. Sag uns etwas darüber, Albrecht, warum? Ja, also wenn ich vielleicht noch kurz zum Einstieg erwähnen darf, die Petition 2.0 ist sehr allumfassend. Wir haben 48 Seiten verfasst, weil es uns auch darum ging, einmal die Empfehlungen der WHO zu hinterfragen und aber auch im Zuge der Petition sozusagen die Partner der WHO zu durchleuchten. Wir haben dann diese Petition in zwei Schwerpunkte gegliedert. Einmal das Versterben unserer Kinder und das kindswohlgefährdende Gesundheitswesen und die Frühsexualisierung und die pädagogische Sexualaufklärung.
Wenn ich jetzt zum ersten Punkt komme, das Versterben unserer Kinder. Wir in Vorarlberg sind bei der Übersterblichkeit derzeit Spitzenreiter in Österreich. Ja. Und die Universität Osnabrück, ja, hat für Österreich eine Übersterblichkeit der 15- bis 29-Jährigen innerhalb von 3 Jahren auf über 30% errechnet, also von 2,3 auf 34,1%. Und wir haben diese Informationen natürlich der Petition auch beigelegt, was das Ganze noch ein bisschen sozusagen dynamischer gemacht hat. Auch in Vorarlberg gibt es Gesundheitsexperten und im Sommer gab es dann zum Beispiel verschiedene Artikel darüber in den Medien, dass Vorarlberg Spitzenreiter ist und unsere Gesundheitsexperten haben dann ihre Meinung dazu kundgetan und haben gemeint, sie sind ratlos und das könnte alles Zufall sein. Ja? Das hat uns dann veranlasst, hier genauer hinzuschauen und auch Informationen zusammenzutragen. Und natürlich in weiterer Folge möchten wir damit bewirken, dass diese Informationen, die wir zusammengetragen haben, juristisch, medizinisch, wissenschaftlich geprüft werden. Und wenn ich zum zweiten Punkt komme, das ist die Frühsexualisierung, pädagogische Sexualaufklärung. Es gibt mittlerweile sehr viele Minderheiten, und diese Minderheiten wollen alle gehört werden. Und ich finde das auch richtig, wenn man ihnen zuhört. Aber für mich stellt sich dann die Frage, was wird daraus gemacht? Und wenn wir heute an einem Punkt stehen, wo LGBTQ, Gender oder feministischen Organisationen sich als Minderheit sehen und dementsprechend massive Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung bekommen, nicht nur Gehör, und wir mittlerweile an einem Punkt stehen, wo pädophile Gruppierungen sich genauso als Minderheit sehen und der Einfluss auf die Lehrpläne in der Sexualaufklärung immer größer wird, das hat uns veranlasst, hier tätig zu werden. Wir haben zum Beispiel auch bei dieser Petition, fordern wir die Gemeindevertreter auf, 8 Anträge einzubringen. Da möchte ich kurz auf den ersten Antrag eingehen. Nein zur sexuellen Belästigung und Ausbeutung von Minderjährigen. Ja? Wir haben dazu ein Vergleichsbeispiel erarbeitet, denn am Arbeitsplatz, ja, wenn also ein Arbeitskollege neben mir masturbiert oder er zeigt mir Pornofilms, dann ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, in seiner Fürsorgepflicht hier tätig zu werden. Ja? Selbiges finden wir aber zum Beispiel in den WHO-Standards für Sexualaufklärung beziehungsweise in der Matrix, wo die Empfehlung ausgesprochen wird, dass 0- bis 4-Jährige masturbieren lernen sollen. Im Kindergarten und in Grundschulen der Umgang mit Online-Pornografie. Ja, und das sind alles so Punkte und Fakten, die uns veranlasst haben, hier tätig zu werden. Und wir, die Bildungsdirektionen, aufrufen, sie möchten das bitte juristisch prüfen und uns bitte ihre Stellungnahmen übermitteln, warum, dass das eine rechtlich so ausgelegt wird und das andere so, weil jeder Pädagoge hat auch eine Fürsorgepflicht. Also das sind ja Dinge, die, ich habe mir gedacht, sowas wird doch nie durchgesetzt werden. Das sind ja irgendwelche Fantasien von kranken Leuten, ehrlich gesagt. Ich sage es ganz klar, wie ich es meine. Und das wird nicht umgesetzt, oder? Noch nicht? Oder ist da wirklich die Gefahr, dass so etwas kommt, was du gerade geschildert hast? Ich möchte es gar nicht nochmal mit Worten wiederholen. Also wir haben, das können auch die Zuhörer gerne nachlesen, ich bin sehr froh darüber, dass die Medien langsam anfangen, darüber zu berichten. Ein aktueller Fall vom 19. November in Innerösterreich, ja, wo ein externer Verein eingeladen wurde, der sollte eigentlich über das erste Verliebtsein sprechen, erstes Küssen, 12-jährige Kinder, das spricht ja gar nichts dagegen. Ja. Sie haben über Analsex, Oralsex, Pornografie gesprochen und die Kinder haben zum Abschluss, also die Jungs, haben ein Kondommaßband bekommen, um den Penis abzumessen. Es wird natürlich jetzt darauf reagiert, aber ich finde es wichtig, dass wir diese Themen ansprechen und ganz klar darüber sprechen. Ich weiß auch, dass wir natürlich hier nicht nur Gutgesinnte finden, also für unser Projekt, ja,
Aber ich denke, dass speziell diese LGBTQ- und Gender-Verordnungen, wir haben mittlerweile über 70 Geschlechter, die Kinder werden beim Kindergarten Einschulung gefragt, ob sie Mann oder Frau sind oder divers. Das ist für die Kinder einfach alles verstörend. Und ich denke, dass es hier ganz wichtig ist, nachzufragen, wo soll das auch hinführen? Also in welche Zukunft möchten wir unsere Kinder begleiten? Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich spreche nicht dagegen, wir hatten auch Sexualaufklärung. Das ist nicht das zentrale Thema. Es geht um die Rahmenbedingungen, um die Ausführung und natürlich auch um das Türöffnen möglicher pädophiler Übergriffe und wie wird damit umgegangen. Mhm. Darf ich da kurz noch reingrätschen, auch weil das, was du sagst, ist ja auch eine Empfehlung der WHO. Die hat ja auch einen Folder damit rausgebracht. Und mittlerweile gibt es ja auch Literatur, die zum Teil in die Schulen schon gängig ist. Das, was die Elisabeth angesprochen hat. Wenn man jetzt weiß, von der Entwicklungspsychologie gibt es bei den Kindern immer gewisse Bausteine, nennt man das, die in einem gewissen Alter unterrichtet werden sollen. Das heißt, das sind Bausteine, was die Kinder fördern und weiterbringen in ihre Entwicklung. Und das, was die WHO eigentlich vorschlägt, ist ganz entgegen dieser psychologischen und auch emotionellen Bausteine. Das muss man mal sagen auch, ja. Und es hat auch schon eine Initiative gegeben, also eine, von einer christlichen Plattform und eine Initiative Kindergerecht. Und die haben das ja auch schon an die OTS, das ist sozusagen von Österreich die Plattform für die Medien, wo sie sozusagen diese Artikel rausnehmen können und veröffentlichen können. Das wurde ja auch schon angesprochen in der OTS, aber keine der Mainstream-Medien hat das Ganze übernommen und zum Thema gemacht. Weil sie, glaube ich, einfach befürchten, dass das zu große Wellen schlägt. Und das müssen aber die Leute erfahren, dass das, was da gefordert wird oder vorgeschlagen wird von der WHO, nichts mit wirklicher Kindsentwicklung zu tun hat auch. Okay. Wir werden jetzt wieder ein Lied spielen. Und zwar, Elisabeth, du hast ja Udo Jürgens ausgesucht, Der gläserne Mensch, ein Live-Konzert sogar. Warum diesen Song? Udo Jürgens, ich finde, das ist ein hervorragender Musiker und er hat viele tolle Lieder geschrieben und er hat viele tolle Botschaften uns vor Jahren, wenn nicht vor Jahrzehnten, übermittelt. Und wir stehen heute definitiv an diesem Punkt, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, Antrag 8, verfassungswidrige Einführung des Ehepasses und warum wir gläsern werden. Hm. Wir sind so lieb und so Internet, man hört uns zu am Telefon. Du hast eine Mail noch nicht verschickt, da lesen sie die anderen schon. Die Welt im Apple- und iPhone-Wahn und Rechner wissen mehr als wir. Sie sind gnadenlos auf der Datenspur, wo du auch bist. Sie folgen dir zur Sicherheit, Lauschangriff. Wir werden voll überwacht. BND, NSA, wir alle stehen unter Generalverdacht. Der gläserne Mensch, gefangen im Netz. Fiebern im Sammelrausch. Der gläserne Mensch, gefangen im Netz. Regierungen üben den Datentausch. Gefangen im Netz, gegen jedes Recht und Gesetz. Gefangen im Netz, gegen jedes Recht und Gesetz, gefangen im Netz, gegen jedes Recht und Gesetz. Wo ist eine Sphäre noch privat? Wo sind Netzwerke denn sozial? Du hast einen festen Speicherplatz, Mensch aus Glas,
völlig digital. Wir werden verraten und verkauft. Spionage ist Strategie. Kontrolle total, ganz unkontrolliert. Und das Netz vergiss dich nie. Von früh bis spät, ausgespäht, Freiheit bedroht. BKA, FBI, ein falsches Wort, Alarmstufe rot. Der gläserne Mensch, gefangen im Netz. Geheimdienste fiebern im Sammelrausch. Der gläserne Mensch, gefangen im Netz. Regierungen üben den Datentausch. Gegen jedes Recht und Gesetz. Gefangen im Netz. Gegen jedes Recht und Gesetz. Gefangen im Netz. Gegen jedes Recht und Gesetz. Wer es auch ist, der diese Welt in seinen Händen hält, hoffentlich merkt er irgendwann, das Glas zerbrechen kann. Udo Jürgens hier auf Radio Soul. Ein Lied über eine Reflexion über die moderne Gesellschaft. Und das ist auch ein sehr kritisches Thema natürlich, aber heute geht es in erster Linie um Gesundheit, um Kinderschutz. Das ist das, was wir heute besprechen, die österreichische Kinderschutzaktion. Jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten inhaltlich. Die Frage ist jetzt zum Beispiel: Was können besorgte Eltern und Großeltern tun? Welche Lösungen könnten wir hier auch anbieten, dass hier diverse Gesundheitsvorschriften, internationale, nicht Fuß fassen oder nicht durchgesetzt werden? Elisabeth. Ja, also wir haben diese Petition verfasst, weil es unser großes Anliegen ist, die Informationen rauszutragen. Einmal Aufklärungsmöglichkeit, ganz klar. Ja, viele Menschen sehen Petitionen sehr kritisch, aber ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen, wie das in Vorarlberg ist und wieso, dass wir genau dieses Format verwenden. Wir können also diese Petition flächendeckend an alle Gemeinden in Vorarlberg versenden, weil wir ein anderes Petitionsrecht haben als der Rest von Österreich.
So, das ist jetzt am 5. November wurde die Petition versendet. Die Gemeinden müssen die Petition innerhalb von 2 Monaten auf eine öffentliche Gemeindevertretersitzung bringen und darüber berichten. Und sie müssen die Petition an jeden Gemeindevertreter übermitteln, laut Gesetz. Mhm. Ja? Also letztes Jahr war es so, dass 2 Drittel der Gemeinden haben das ordnungsgemäß gemacht, 1 Drittel nicht. Wir haben eine Nachfrist gesetzt für diese Gemeinden und dann haben wir Aufsichtsbeschwerden eingebracht. So wie es momentan ausschaut, sind die Gemeinden recht gut unterwegs. Also die folgen jetzt diesen Empfehlungen, es innerhalb von 2 Monaten zu behandeln. Und ich bin auch bei ganz vielen Gemeindevertretersitzungen vor Ort, beziehungsweise rufe ich die Bürgermeister an und sage, ich hätte gerne mit Ihnen ein Gespräch und würde gerne mit dem Inhalt, über den Inhalt der Petition sprechen. Wir brauchen auch dazu, und das ist das Tolle, wir brauchen keine Unterschrift. So. Und wir haben uns dann überlegt, ja gut, Vorarlberg, das ist ja ganz toll, wenn Vorarlberg jetzt informiert ist, aber welche Möglichkeiten hat Österreich? So. In Vorarlberg ist es so, wenn zwei Gemeindevertreter sich absprechen, dann können die einen Antrag auf die Tagesordnung bringen. Das heißt, es muss separat nochmal darüber gesprochen werden. So, und in Österreich liegt selbiges vor, aber wir starten den Aufruf, dass diejenigen, die sich jetzt an dieser Kinderschutzaktion beteiligen möchten, einfach in ihrer Gemeinde noch einmal nachfragen, braucht es ein Gemeindevertreter, braucht es 2 oder braucht es 3 Gemeindevertreter? Das ist das eine. Das andere, was ich noch erwähnen möchte, ist, viele Menschen da draußen denken, ja, die wissen ja genauso Bescheid wie wir. Nein, tun sie nicht. Ja, daher mein Aufruf, es ist wirklich ganz wichtig, geht's raus, redet mit eurem Bürgermeister, mit euren Gemeindevertretern, nehmt die Petition mit. Wir haben extra auf der Webseite für diese Aktion www.die-eiche.at unter Aktionen Petition 2.0 findet ihr unter der Österreich Kinderschutzaktion einmal eine PowerPoint für das Gespräch mit dem Bürgermeister. Ihr findet einen offenen Brief an den Bürgermeister und ihr findet die Petition. Somit seid ihr allumfänglich ausgestattet, dieses Gespräch zu führen. Und das Allerwichtigste ist, ein Feld für diese Themen zu eröffnen. Nicht zu glauben, die wissen das nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, was die Elisabeth mit ihren Vereinen vorgearbeitet hat, ist ja phänomenal, muss man sagen. Es ist wirklich ganz toll, wie sie es aufgearbeitet hat, weil man braucht selber da nichts zusammenzustellen. Und ich würde sogar das Ganze, den Aufruf ein bisschen erweitern, weil jeder Elternteil oder auch vielleicht mehrere Elternteile, die sich für das Thema interessieren und einsetzen wollen, können sie sich auch runterladen, um zum Beispiel zur Direktion in der Schule zu gehen, weil dann hat man eine direkte Ansprache auch. Oder wenn Eltern, Lehrer, Konferenzen sind, dass man das auch zum Thema macht und sagt, passt auf, einmal können wir uns nicht an einen Abend für 1-2 Stunden zusammensetzen und das Thema besprechen auch. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und auch direkt Pädagogen im Bekanntenkreis, ob das jetzt Pädagogen aus der Kindergarten sind, Gabelstube oder Volksschule, oder Unterstufe, Oberstufe, da könnte man direkt ansprechen und sagen, passt auf, mal, da gibt es das bei der Eiche, also unter Aktionen, und schaut sich das bitte an, informiert euch, schaut auch das heutige Video von der Solradio an, da wird das grundlegend auch noch einmal besprochen und die Elisabeth hat auch auf YouTube-Kanal etwas unterlegt, also das heißt, die Leute können sich informieren und wirklich auch jeder von der Straße kann etwas tun, der mit Kindern zu tun hat. Ich glaube, das ist eben das Phänomenale, was eben die Elisabeth mit dem Verein vorbereitet hat. Okay. Ja, wir werden jetzt noch einen Song und einen Einstieg machen. Jetzt kommt noch Wir sind frei, die Berge für euch oder für uns alle. Sehr schöner Song. Und dann möchte ich noch mal gern die Webseite durchsagen und auch noch mal so eine Abschlussrunde machen. Wie gesagt, hier jetzt die Berge. Wir tauschen
in unser Sofa für einen Tag am Meer. Wir sitzen abends auf den Dächern und küssen gern. Wir sind am Strand die Ersten, die ihre Schuhe verlieren. Wir brauchen keine Thesen und keine Theorien. Wir träumen davon, dass es Realität nicht gibt. Wir sind aus bunten Farben und wir sind aus Magie. Jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren. Wir sind frei. Bis zum Morgengrauen, denn jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei. Yeah, yeah. Und alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei. Yeah, yeah. Wir sind frei. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Wir brauchen Liebe und große Träume, sonst ist das Leben nichts mehr wert. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Und wenn wir wollen, dann können wir alles. Das Leben ist ein Feuerwerk. Jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei. Yeah, yeah. Und alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei. Yeah, yeah. Wir sind frei. Hier ist der Ort, wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei, wir sind frei. Rise your sun, get your show, das gibt's nur auf Radio Soul, deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich, jetzt Sendetermin buchen, office@radiosoul.at. This is the greatest show. Genau, und diese Talk and Music Show hier auf Radio Soul von Wir Miteinander mit dem Titel Österreich Kinderschutzaktion, die kommt jetzt in die Endrunde. Wir haben jetzt schon einige Themen aufgenommen, nämlich auch zum Beispiel diese Frühsexualisierung, pädagogische Sexualaufklärung. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es eine Übersterblichkeit speziell bei Kindern gibt. Was ist jetzt mit den Menschen, die sagen, ja, was bringen die da auf Radio Soul? Es ist doch eh alles super, die WHO, die will ja nur das Beste und die Gesundheit für uns Menschen.
man muss bedenken, das ist eine supranationale und nicht gewählte Organisation mit sehr vielen Kompetenzen und sie will zusätzliche Kompetenzen haben. Ich habe heute von euch gehört, sogar nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Bildungs- und Agrarwesen auch noch dazu. Wie kann man das erklären und warum ist es so wichtig, dass wir uns dafür einsetzen? Hat das auch irgendetwas zum Beispiel mit dem Pandemievertrag zu tun? Hängt das irgendwie zusammen oder ist es ganz was anderes wieder? Genau, also da gibt es zwei Sachen, die wir unterscheiden dürfen. Das eine ist der geplante Pandemievertrag von der WHO und das andere sind die Gesundheitsvorschriften. Der Pandemievertrag ist ja seit Corona recht aktiv natürlich. Sie haben ja schon geplant, das denn durchsetzen, aber die Staaten haben bis dato nicht zugestimmt. Bei dem Pandemievertrag geht es darum, dass die WHO bestimmt, wann eine Pandemie ist und welche Maßnahmen gesetzt werden sollen. Das heißt, welche Impfungen das gemacht werden sollen, soll es Lockdown geben, soll es Schließungen geben und, und. Und man muss wissen, dass die, wie du schon angesprochen hast, die WHO keine gewählte Organisation ist, sondern das ist eine Organisation, die von den Staaten besetzt wird, aber übernational arbeitet. Das heißt, sie ist nicht auf nationalen Verträgen gebunden. Und wenn wir jetzt als Staat Österreich einen Vertrag mit der WHO machen, dann ist es so, dass internationales Gesetz über nationalen steht und wir haben keine Möglichkeit mehr, unsere Gesetze durchzusetzen, wenn die WHO sagt, so, das gehört gemacht. Das widerspricht ja dem Subsidiaritätsprinzip. Also, genau, ja, aber das sind internationales Recht, das steht immer über nationalen, das muss man mal wissen. Und dieser Pandemievertrag ist noch bis dato nicht durchgesetzt worden, aber parallel dazu wurden die Gesundheitsvorschriften, die GVOs, wurden abgeändert und da gibt es also von der WHO die Gesundheitsvorschriften, die zum Teil ja auch Sinn machen. Jedoch sind Paragraphen reingenommen worden, die halt sehr zu hinterfragen sind. Und das war auch, in diesem Oktober wurden sie abgeändert und die meisten Staaten haben zugestimmt aus der Unkenntnis raus, was eigentlich in diesem Vertragswerk drinnen steht oder erneuert wird. Und zwar sollte eigentlich jeden Staat ein halbes Jahr vorher, bevor die abgestimmt werden, die Gesundheitsvorschriften vorliegen und die Staaten sollten das überprüfen dürfen. Und das ist diesmal nicht passiert. Ist es auch richtig, dass sogar das EU-Parlament auch nicht wirklich abgestimmt hat, sondern dass da nur sozusagen gefragt wurde, ob es Einwände gibt? Ist das richtig? Weißt du was darüber? Das muss die EU selber, aber da ist es wirklich über die Staaten selber gegangen, über die Gesundheitsvorschrift. Die EU ist dann nochmal ein extra Thema. Das wird ein bisschen ausführlich, wenn ich es jetzt sage, aber im Prinzip das Thema war da bei der Abstimmung, dass also die Staaten nicht vorbereitet waren, weil einfach wirklich auf der Sitzung diese Daten vorgelegt worden sind und die Leute haben nicht einmal gewusst, ob was abgestimmt wird. Und normalerweise müsste jeder Staat einzeln gefragt werden, würden sie denn zustimmen? Und das, nicht mal das wurde gemacht, sondern es wurde allgemein gesagt, wer stimmt dazu, wer stimmt dagegen, wer enthält sich und angenommen. Und jetzt haben halt die Staaten ein halbes Jahr, also bis Mai 2025 hat Österreich Zeit, das nicht zu ratifizieren. Und darum ist es auch wichtig, dass, so wie die Elisabeth gesagt hat, die Gemeindevertreter angesprochen werden, weil die können von unten auf die Parteien ansprechen und sagen, passt auf einmal, bitte unterzeichnet diese Gesundheitsvorschriften nicht. Aus diesen und diesen Gründen auch. Und das ist das, was sozusagen wichtig ist, jetzt auch in den nächsten halben Jahr nochmal wirklich zu den Gemeinden gehen, immer wieder auch den Nationalrat anschreiben, die ganzen Politiker informieren, was steht eigentlich in Gesundheitsvorschriften, was ist geplant von der WHO und dieses nicht zu ratifizieren, sondern muss das Ganze wieder neu und aktualisiert werden. Und wir können dann auch noch jetzt sagen, halt dieser Paragraph oder das passt für uns nicht. Das ist ganz, ganz wichtige Sache auch. Okay. Also die Petition ist ja ein demokratisches Instrument, eine Beschwerde, eine Bittschrift, die man verfassen kann. Und das kann man eben gerade aus Vorarlberg ganz besonders einsetzen. Das ist eine Besonderheit und das wird auch genützt. Jetzt habt ihr, Elisabeth, diese Petition verfasst. Es gibt auch 8 Anträge. Ihr habt Interesse, oder wir alle haben in Wirklichkeit Interesse, Gemeindevertreter zu finden und sie zu informieren. Es ist auch wichtig, dass eine juristische Prüfung auch noch stattfindet, dass das auch wirklich alles Hand und Fuß hat. Und die Frage ist jetzt,
Okay, jetzt wissen vielleicht viele Gemeindevertreter das. Was können die da jetzt abstimmen und wie geht es dann weiter? Das würde mich erst interessieren. Also es ist eben so, aus Erfahrung reagiert die Landesregierung auch auf die Petitionen. Letztes Jahr mit der Überschrift Faktencheck, dieses Jahr war es eine Stellungnahme. Aber da wird inhaltlich eigentlich gar nicht darauf eingegangen, sondern es ist mehr so, wir sehen das so und der Zivilschutzverein hat es falsch geäußert. So. Also es ist ein Ping-Pong-Spielen und das, was wir mit diesen Anträgen erreichen möchten, ist wirklich hochoffiziell über die Gemeinden, dass die bei der Landesregierung, bei den Behörden, bei den zuständigen Institutionen die Inhalte der Anträge anfragen und es prüfen lassen. Also einmal juristisch oder wissenschaftlich, je nachdem, was für einen Antrag es geht. Und das ist unsere Zielsetzung, weil wir wollen wirklich fundierte wissenschaftliche Informationen und nicht nur eine Meinung oder eine Haltung eines einer Landesrätin oder einer Abteilung, sondern wir wollen, dass das endlich geprüft wird, ja? Weil dann haben wir auch gemeinsam eine ganz andere Diskussionsbasis. Und wenn wir da zum Beispiel zum Antrag 7 kommen, zum Antrag 6, Entschuldigung, bezüglich Virusnachweis, wir haben den heute bisher noch nicht bekommen. Wir bekommen immer nur so Fragmente. Ja, wie soll man da auf einen Nenner kommen? So, und darum haben wir jetzt dann ein bisschen einen Nachdruck gemacht und Anträge auch eingebracht. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, was noch wichtig ist zu erwähnen, wir wählen diesen Weg von unten hinauf und nicht von oben runter. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist, dass ich war innerhalb von 10 Tagen schon im Landhaus geladen, Gespräche zu führen. Ja, das wäre sonst so gar nicht möglich gewesen. Und was mich sehr freut, ist, dass es jetzt schon andere Länder gibt, die dieses Prinzip übernehmen, zum Beispiel die Schweiz. Ja, die haben jetzt auch schon angefangen, über die Kantone die zuständigen politischen Vertreter zu informieren über ihre Anliegen. Und von unserer Seite aus ist das eine ganz wichtige Herangehensweise. Mhm. Das ist sehr spannend, ja. Also von besorgten oder interessierten Bürgern zu den Gemeinden zu gehen, von den Gemeinden in die Landesregierungen und von der Landesregierung in die Nationale und dann in die EU fortzuschreiten, das ist ein interessanter Zugang auch, ja. Also man hat wahrscheinlich auf nationaler Ebene nicht gleich offene Ohren dafür. Also es ist auch so, wir sind ja ein Zivilschutzverein, ja. Ja, und ich habe im vergangenen Jahr schon mit dem Zivilschutzverband Vorarlberg Kontakt aufgenommen, weil es meines Erachtens um den Schutz der Bevölkerung geht und für mich war es unverständlich, dass ein Zivilschutzverein hier nicht tätig wird. Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass der Präsident, Vizepräsident langsam ein offenes Ohr bekommen. Die selber sehen sich in der Situation, dass Österreich sehr gut im Katastrophenschutz ausgestattet ist. Defizite herrschen vor im Pandemie- und Seuchenschutz. Da sind wir uns einig. Es geht darum, die Lücken zu schließen. Und dafür müssen Gespräche geführt werden. Mhm. Ja, Ernst, du wolltest noch was dazu sagen? Mikrofon bitte einschalten. Genau. Ja, genau. Ich finde es super toll, was die Elisabeth da auf die Beine stellt, weil, wie kurz erst angesprochen, bei der letzten Sitzung für die GVOs, also für die Gesundheitsvorschriften, ist ja dann nach dieser Sitzung auch gleich von Juristen ein Antrag eingebracht worden bei der WHO und es wurden auch schon Anzeigen gemacht, dass das nicht passt, juristisch gesehen, was da gemacht haben. Beim Nationalrat, wir wissen, dass das sehr schwierig ist, irgendwelche Anliegen reinzubringen. Das dauert oft einmal Jahre, bis man wirklich mit einem Antrag durchkommt. Und so finde ich es ganz gut, jedes Gesetz, was im Nationalrat beschlossen wird, muss ja auch von den Ländern ratifiziert werden, auch in Österreich. Und die Elisabeth hat das, wie gesagt, sehr gut gemacht von unten auf, dass man mal sagt, okay, liebe Gemeindevertreter, die ein sehr offenes Ohr haben für die Bürger, die sprechen wir mal an und die dringen ins Land rein. Das heißt, da ist auch dann schon mal ein Aha, da kann irgendwas nicht stimmen. Also wenn das jetzt dann zur Abstimmung kommt oder zur Ratifizierung dieses Gesetzes, dann ist auch die Politik sozusagen schon sensibilisiert dadurch. Also das eine ist natürlich die Bevölkerung, dass das eine breite Masse versteht auch, was da passiert.
dann die Sensibilisierung der Bürgermeister, die Ohr haben und dann über das Land sozusagen in die Gesetzgebung reinwirken. Also es ist wirklich ein guter Aufbau und ein spannender Aufbau, braucht Kräfte und Taten. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ganz viele Menschen wirklich auch das übernehmen, was auf der Eiche-Webseite drum ist. Würde ich wirklich toll finden, wenn sich viele Menschen dazu finden. Mhm. Gut, dann sind wir hier am Ende unserer Sendung heute. Und jetzt würde ich sagen, haben wir an alles gedacht? Gibt es noch etwas, ein Abschlussstatement, beziehungsweise die Webseite wollen wir auch nochmal hören. Ja, also das ist die www.die-eiche.at, Menüpunkt Aktionen, Petition 2.0 anklicken und dann könnt ihr euch allumfänglich informieren. Viele Videos drinnen, viele Informationen. So, und ich möchte an dieser Stelle ganz recht herzlichen Dank dem Ernst sagen für die Einladung und auch dir, Gerhard, Radio Sol, vielen Dank, dass ihr uns bei diesem Herzensanliegen unterstützt. Uns ist auch wichtig, als Radiosender unterschiedliche Meinungen zu hören und auch zusammenzubringen, vor allem weil wir ein Medium sind. Und Medium ist ja schon das Wort, dass wir Menschen zusammenbringen und nicht polarisieren oder auseinanderbringen, sondern zusammenbringen in ihren unterschiedlichsten Auffassungen und auch Interessen und Projekten und Botschaften. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir das heute auch gebracht haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du dich da so einsetzt. Und was ist der Wunsch für die Zukunft? Viele Menschen, die jetzt ausschwärmen. Ausschwärmen, also gut. Also die Webseite die-eiche.at, da findet man unter Aktionen die Petition. Anschauen, runterladen, ausdrucken, verteilen, weitergeben, weitersagen. Denn die Veränderung, die passiert von unten, wie du heute gesagt hast. Und lieber Ernst, auch ein Danke an dich für deine Plattform Wir Miteinander, wo du diese Menschen alle zusammenbringst und hier auch die Serie und die Senderei von Radio Sol nützt, um das in die Welt zu tragen mit uns. Dann sage ich ciao. Ja. Und das letzte Lied kommt von Julia Engelmann. Und Elisabeth, dann die letzte Frage noch an dich. Warum hast du das Lied von Julia Engelmann ausgesucht? Ja, die Julia spricht über die Einzigartigkeit der Menschen und ich finde das so toll. Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und wenn man die erkennt, dann kann man sie optimal in die Gesellschaft mit einbringen und natürlich den Austausch, den Dialog forcieren. Und das ist wichtig, dass wir miteinander wieder lernen zu sprechen, gerade nach diesen Spaltungsszenarien der letzten 4 Jahre, dass wir wieder unsere Fähigkeiten in den Vordergrund stellen. Ich bin kein schicker Hipster, hab mehr so ein Nerdprofil. Bin voller Hirngespenster, rede leise, denke viel. Surf keine Retrowelle, ich surf im Internet. Such Lese, Brillengestelle, wälze Bücher auf dem Bett. Und ab und zu, da denk ich, ich pass hier nirgends rein. Und keiner scheint mir ähnlich, keiner scheint mir nah zu sein. Wieso fühl ich mich anders? Und was soll das denn heißen? Weil wir doch alle anders und dadurch wieder gleich sind. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht um wie viel, sondern darum, dass du tanzt. Und dann treff ich dich. Du siehst mich und du hörst mir zu und du bist da für mich. Du nimmst mir alle Schatten, machst meine Sicht klar, machst mich wahrhaftig, nimmst mich wahr und machst mich sichtbar. Ich mag es, wie wir beide die Erde für uns drehen. Wir sind zusammen allein und dadurch bist du für mich schön. Und dass wir nicht perfekt sind, macht es nur noch perfekter. Ist es schon komisch, dass ich das erst jetzt gecheckt hab? Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht um wie viel, sondern darum, dass du gibst. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du tanzt.
geht's nicht um das Was, sondern vielmehr um das Wie. Vielleicht geht's nicht um Physik, sondern mehr um Fantasie. Es geht nicht ums Happy End, sondern nur um diesen Tag. Es geht nicht um wie laut, sondern darum, was du sagst. Es geht nicht um Besitz, sondern drum, was glücklich macht. Es geht nicht um den Witz, sondern darum, dass du lachst. Es geht nicht darum, wen, sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht um wie viel, sondern darum, dass du gibst. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um das Lied, sondern darum, dass du dancest. Das ist Radio Soul. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, besuchen Sie uns doch im Internet. RadioSoul.at. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment.